Spieglein, Spieglein an der Wand, was ist los in diesem Land? Ich muss sagen, ich fröstle ein bisschen, obwohl ich eine gut beheizte Wohnung habe und auch einen ordentlichen, sauberen, neuen Pullover trage. Ich fröstle wirklich, mir läuft es kalt den Rücken runter, wenn ich daran denke, wir setzen hier relativ gemütlich beisammen, plauschen und schwatzen. Und irgendwo hier in Berlin um die Ecke sitzen ein paar Referenten, Abteilungsleiter und Experten und basteln an einem neuen Ermächtigungsgesetz. Und jetzt müsste ein richtiger Shitstorm einsetzen. Bruder hat Ermächtigungsgesetz gesagt. Boah, er zieht Vergleiche zum Dritten Reich. Nein, das mache ich nicht. Aber ich will trotzdem sagen, warum ich von einem Ermächtigungsgesetz spreche. Heute ist ja vieles strukturell. Es gibt den strukturellen Rassismus, den strukturellen Frauenhass, den strukturellen Antisemitismus. Strukturell ist alles, was man mit einzelnen Fällen nicht belegen kann, aber irgendwie ahnt, dass etwas dran sein könnte. Und so haben wir es auch mit einem strukturellen Machtergreifungsgesetz zu tun. Ein Gesetz soll innerhalb von ein paar Tagen durchgepeitscht werden. Es soll in Kraft treten. Es kann nicht diskutiert werden, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Die Frage ist auch überhaupt, ob alle Abgeordneten in der Lage sein werden, es zu lesen und sich dazu Gedanken zu machen und vielleicht, das wäre schon ein Riesenluxus in einer Demokratie, auch darüber miteinander zu diskutieren. Nein, es eilt, wir haben ja eine Pandemie, es ist Gefahr im Verzug, die Gefahr ist seit über einem Jahr im Verzug und weil die Gefahr im Verzug, muss das Gesetz schnell her. Und das nenne ich Machtergreifungsrechtfertigungsverhalten. Und es wird sehr schwierig sein, dieses reformierte Infektionsschutzgesetz wieder zurückzuschrauben oder wie man heute sagt, rückzubauen. Einmal gegebene Vollmachten, einmal erlangte Macht wird auch verteidigt. Mir ist das Ganze wirklich unheimlich und ich fühle genau, wie es meinem Kopf brummt und summt und wie ich Mühe habe, die Gedanken zu ordnen und zu sortieren. Es geht etwas Ungutes hier vor. Es geht um eine stufenweise Abstellung und Abschaffung demokratischer Prozesse. Über ein Jahr hören wir immer das Gleiche. Wir sehen die letzten Wochen und Monate diesen armseligen Herrn Laschet, der nächste Kanzler werden möchte. Wir sehen, wie er für die Mikrofone tritt und seine Ärmchen und seine Händchen zu Fäustchen ballt und dann sagt, nur noch 2-3 Wochen und dann können wir zur Normalität zurückkehren. Wie oft hat er das schon gesagt? Oder wie viele Ministerpräsidentenkonferenzen haben inzwischen stattgefunden? Und hinterher traten die Landesfürsten und die Landesfürstinnen vor die Kamera und sagten, jetzt haben wir es, jetzt haben wir das Ei des Kolumbus, jetzt haben wir den gordischen Knoten durchschlagen. Und hinterher war eigentlich nichts passiert. Über ein Jahr lang haben die uns verarscht. Und inzwischen lasse ich so the benefit of the doubt, den guten Willen des Zweifels nicht mehr gelten. Die haben uns verarscht, weil sie wussten, damit sie nicht, damit nicht weiterkommen. Sie wollten eigentlich nur Zeit gewinnen. Und das nehme ich übel. Ich nehme es ganz persönlich übel. Die haben mir ein Jahr versaut, die haben meine Lebensqualität wesentlich gestört und behindert und sie haben damit nichts erreicht. Und wenn sie damit wenigstens erfolgreich gewesen wäre, würde ich jetzt Gnade ergehen lassen. Aber so will ich nur noch eins. Die sollen machen, was sie wollen. Ich mache nicht mit.